Hallo, liebe Mystery- und liebe History-Freunde. Das, was ihr hier gerade seht, das ist weltberühmt. Das ist Göbekli Tepe, die Ruinen oder Teile der Ruinen von Göbekli Tepe aus der Steinzeit. Ein Sensationsfund der Archäologie, ein Jahrtausendfund, wird auch ganz gerne gesagt. Und dort in Anatolien haben sich Menschen der Steinzeit getroffen, Menschen des Neolithikums, und haben scheinbar, so eine Theorie, auch Feste gefeiert. Das war so quasi der erste Tempel der Menschheit. Und hier wirft man mit Superlativen um sich. Das wäre alles, man wäre sprachlos. Es ist außergewöhnlich, sensationell und halt ein Fund des Jahrhunderts oder des Jahrtausends. Nie hätte man gedacht, dass Menschen der Steinzeit so etwas tatsächlich schaffen konnten und offensichtlich auch im großen Stil errichtet haben. Denn diese Städte, diese Ruinenstädte, die man immer so sieht, diese Bilder, das ist nur ein kleiner Teil dieser ganzen Anlage da in Anatolien. Und es gibt auch natürlich dazu die Theorien und die Thesen oder auch die Spekulationen, dass hier der Mensch angefangen hat, sesshaft zu werden. Das ist so ein bisschen zweifelhaft, denn es fehlen menschliche Bestattungen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber hier wäre quasi die Geburtsstunde der Zivilisation gewesen, die Initialzündung der sesshaften Zivilisation, der später dann die berühmten alten Kulturen, Zivilisationen folgten und mit Städtebau etc. Aber es gibt natürlich noch weit mehr archäologische Stätte, die bis in die Steinzeit zurückreichen, auch 12.000 Jahre oder 13.000 Jahre, so wie halt Göbekli Tepe in Anatolien. Und eine davon, die ist eigentlich überhaupt nicht bekannt. Die hat man eigentlich so keiner auf dem Schirm, obwohl sie eigentlich auch wirklich spektakulär ist. Und die Archäologen benutzen hier tatsächlich die Wörter sprachlos und außergewöhnlich, um zumindest Teile dieser Ruinenstätte zu beschreiben. Sie liegt östlich des Flusses Jordan in Jordanien, das ist südlich vom Toten Meer. Und diese Ausgrabungsstätte hat irgendwie einen vollkommen langweiligen Namen. Sie heißt einfach WF16. Und die wurde erst im Jahre 1996 entdeckt. Man fand da so ein paar Gefäße, steinzeitliche Spuren, steinzeitliche Werkzeuge auf so einem Hügel und hat gedacht, oh, vielleicht gibt es da noch mehr zu entdecken. Und da wurde dann angefangen zu buddeln. Und zwar ab 1997 bis zum Jahr 2001. Da gab es so die ersten Grabungskampagnen. Schnell stellte man da schon fest, oh, das ist ja sehr interessant, was wir hier haben. Das ist bis zu 12.000 Jahre alt. Die Hauptbetriebsamkeit dort an dieser Stätte war so vor rund 11.300 Jahren. Und die Archäologen der ersten Grabungskampagnen haben gedacht, ja, das wird wohl so ein Gebiet gewesen sein, wo Jäger und Sammler, eben Nomaden damals des Neolithikums, der Steinzeit, mal eine gewisse Saison Pause gemacht haben und sich dort niedergelassen haben, aber nicht irgendwie etwas Festes, wo es schon eine feste Siedlung, quasi eine Urstadt gegeben hat. Aber das änderte sich doch recht schnell, denn ab dem Jahr 2008 gab es weitere Grabungskampagnen von internationalen Forschern mit verschiedenen Teams. Die haben auch mehrere archäologische Berichte veröffentlicht. Einer davon, ich zeige mal hier, so sieht er aus, der hat allein 740 Seiten. Und da stellte sich dann sehr schnell heraus, hier gibt es diverse Behausungen und Strukturen, und zwar in sehr, sehr großer Zahl, zu Dutzenden. Die meisten davon haben so einen Durchmesser oder eine Größe von 3 bis 7 Metern und liegen halb unterirdisch. Sie sind also halb in die Erde eingegraben, waren offenbar auch alle irgendwie überdacht, zumindest zum Teil überdacht. Und da wurden dann auch Keramiken gefunden, Kunstwerke, oft mit geometrischen Figuren verziert. Und es wurden Schmuck gefunden, Schmuckperlen aus einem Kupfererz, was dort in der Region vorkommt, aber auch Schmuckperlen aus Muscheln, die aus dem Mittelmeer stammen, und aus Muscheln, die aus dem Roten Meer stammen. Also hier gab es offensichtlich vor 11.000, 12.000 Jahren schon einen Handel zu anderen Stämmen, anderen Volksgruppen, die am Mittelmeer siedelten und am Roten Meer siedelten. Oder von dort kamen Händler nach dahin. Das werden wir wohl niemals erfahren. Aber da haben sich auch Steinwerkzeuge gefunden in sehr großer Zahl, sehr fein gearbeitet. Stößel wurden dort gefunden und alles, was man sich so vorstellen kann in Sachen steinzeitlicher, frühzeitlicher, sesshafter Kultur. Es wurden auch viele Knochen da gefunden von Tieren. Da stellte sich sehr schnell heraus bei der Analyse dieser Tierknochen,
dass man wilde Tiere gejagt hat, aber genau darauf geachtet hat, nicht die Jungtiere zu erlegen, sondern dass diese Population dieser Wildtiere gesund bleibt. Und nicht, dass man quasi nur Jagd auf die Jungtiere macht und irgendwann hat man kein Wild mehr, weil man alles erlegt hat und aufgegessen hat. Sehr, sehr viele Vögel wurden dort offensichtlich zerlegt. Es wurden viele Vogelknochen gefunden, zum Beispiel von Adler und so etwas. Dann geht man davon aus, vielleicht dienten die Federn von diesen Vögeln auch aus Schmuck für irgendwelche archaischen, unbekannten Zeremonien, die schon lange, lange in Vergessenheit geraten sind. Diese Strukturen, die da zu Dutzenden gefunden wurden, waren auch nicht einfach nur irgendwelche Löcher in der Erde, wo man ein Dach drüber gepackt hat, sondern sie waren wohl überlegt, wohl konstruiert, sie wurden verputzt, sie wurden isoliert, auch mit Pflanzenmaterialien und immer wieder benutzt und immer wieder mal erweitert und irgendwelche Strukturen, die man nicht mehr so brauchte, die wurden umgebaut und all so etwas. Und diese Dachkonstruktionen, die kann man sich ja einfach recht einfach vorstellen, wenn diese Strukturen im Durchschnitt 3 bis 7 Meter groß sind, da kann man aus Hölzern und Stroh und Lehm sehr schnell und recht einfach in Anführungszeichen ein Dach drüber bauen. Aber eine dieser Strukturen, die da ausgegraben wurde, die erstaunte dann die Archäologen doch ganz enorm und die machten eben die Forscher dort sprachlos und das sei eben außergewöhnlich. Diese Struktur heißt einfach nur 75 bzw. 075. Ist im Vergleich zu diesen anderen Gebilden dort riesig und zwar 20 mal 18 Meter groß, wurde auch in die Erde hineingelassen. Dort gibt es dann verschiedene Plattformen oder Bänke, wie es in diesem archäologischen Bericht heißt, und auch Pfostenlöcher. Offensichtlich war diese Struktur einstmals auch überdacht, was eine enorme Arbeitsleistung gewesen sein muss, denn diese Megastruktur, wie sie sogar nennen, kann man nicht einfach mit irgendwelchen Hölzern überdachen, weil sie zu groß ist. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige mal so ein Bild aus dieser Studie. Die Bilder sind uns alle aus diesem Untersuchungsbericht, die ich hier zeige. Aber so könnte man sich das vorstellen. Vielleicht wurde das damals so gemacht, um da ein Dach drüber zu bauen. Warum diese Struktur so riesig ist, das ist ein Rätsel. Sie war auf jeden Fall sehr lange im Betrieb. Die Hauptbetriebsamkeit dort war so ungefähr vor 11.300 Jahren, eine uralte Zeit, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Aber diese Struktur wurde rund 800 Jahre lang benutzt, hatte auch verputzten Boden, verputzte Wände, alles war isoliert und halt mutmaßlich ein Dach oder ein halbes Dach. Und vielleicht war das, so wird spekuliert, eine Art Versammlungshalle. Denn innerhalb dieses Gebildes wurden sehr viele Vogelknochen gefunden, die Einkerbungen aufwiesen. Und da wurde dann die Spekulation laut, weil da auch Schmuckperlen eben entdeckt wurden. Ah, vielleicht wurden diese Federn genommen, um sich Federschmuck herzustellen. Da wurde gesungen, getanzt, gefeiert oder so etwas. Alles reine Spekulationen der Archäologen, weil Archäologen dürfen ja spekulieren. Wir Mystery-Interessierte dürfen nicht so spekulieren, heißt es immer so schön. Aber egal. Ja, aber warum diese Struktur dann irgendwie so riesig gebaut wurde, das wissen die Archäologen tatsächlich nicht. Aber sie sind ganz sicher, dass hier eine feste Siedlung war, denn es gibt sehr viele Bestattungen dort. Auch unterhalb des Bodenniveaus sind Bestattungen entdeckt worden und diese Personen, die dort beerdigt wurden, die wurden so hingelegt wie in einer schlafenden Position, oftmals mit den Händen vor Gesicht oder in der sogenannten Embryonalstellung. Aber einigen dieser Bestattungen wurden sogar von den verstorbenen Knochen entfernt, also quasi als wenn man so seine Lieben sind verstorben und als Erinnerung bewahre ich mir einfach mal den Unterarmknochen auf. Aber bei anderen Bestattungen wurden Knochen, die nicht zu den Bestatteten gehören, hinzugefügt. Andere zeigten auch, dass sie offensichtlich geschmückt wurden, damals schon vor rund 12.000 Jahren. Also hier wurde ein Totenkult betrieben, der offensichtlich natürlich auch mit einem Jenseitsglauben in Zusammenhang steht. Aber dieser Totenkult war nicht einfach so, dass man ein Loch gegraben hat, die Verstorbenen hineingeworfen hat und zugedeckt hat. Hier gab es offensichtlich eine spirituelle Zeremonie damals schon. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich wie diese Megastruktur 075 dort an diesem Ort, weil man natürlich nicht weiß, was war das eigentlich ganz genau? Was war diese riesige Struktur? Warum fällt sie so aus dem Rahmen? War sie wirklich eine Versammlungshalle oder vielleicht wurde da so das Rathaus quasi dieser Steinzeitstätte, wurde da irgendwas über den Alltag besprochen oder irgendwelche Regelungen
quasi frühzeitliche Gesetze oder jemand wurde bestraft, was man sich so alles vorstellen kann in seiner Fantasie. Vielleicht wurden auch irgendwelche Götter, die wir heute gar nicht mehr kennen, genau dort verehrt. Aber da sieht man mal wieder, es gibt noch sehr viel zu entdecken aus der frühen Steinzeit oder aus der frühen Menschheitsgeschichte allgemein. Und die Archäologen haben diese ganzen Strukturen, diese dutzenden Gebilde, alle nicht komplett ausgegraben, sondern sie haben hier eine Probegrabung gemacht, hier mal eine großflächige Grabung gemacht und hier mal etwas intensiver ausgegraben. Eine Struktur war sehr gut erhalten, weil sie abgebrannt ist und deshalb einstürzte. Deshalb haben sie dort mehr Funde gemacht. Aber um zukünftigen Archäologen nicht alles kaputt zu machen, haben sie diesen ganzen Hügel dort im Süden von Jordanien wieder zugekippt. Das ist also quasi heute nichts mehr zu sehen. Die haben alles mit Erde wieder bedeckt, um zukünftigen Forschern die Möglichkeit zu geben, hier noch einmal vielleicht mit neuen Techniken, neuen Fragestellungen heranzugehen. Was ist hier vor rund 12.000 Jahren geschehen? So wurde hier zuerst der Mensch sesshaft, das ist die älteste Stadt der Welt, jetzt mal übertrieben gesagt, weil es gibt noch andere Siedlungen, denn der Mensch wurde nicht an einem einzigen Platz sesshaft im Nahen Osten, sondern es gibt verschiedene Plätze auch nördlich davon. In Jordanien sind Archäologen auf solche festen Behausungen gestoßen, aber irgendwann werden Archäologen wahrscheinlich das alles mal wieder ausgraben und wahrscheinlich auch großflächiger ausgraben, um mal genauer zu erforschen, was hat der Mensch hier eigentlich gemacht, was hat er alles gegessen. Auch das wissen wir teilweise auch schon durch die Grabung, weil da viele Pollen gefunden wurden, auch viel Pflanzenmaterial. Es wurde auch viel Pflanzenmaterial mit in den Verputz hineingetan. Auch das kann man ja heute schon leicht ausgraben und leicht analysieren. Aber diese Stätte ist schon faszinierend, auch wenn sie einfach nur den langweiligen Namen WF16 hat. Aber ich bin sicher, die meisten von euch werden von dieser Stätte noch nie etwas gehört haben, obwohl sie so faszinierend ist. Und selbst die Archäologen, also nicht wir Fantasten, selbst die Archäologen sprechen davon, es macht sprachlos und es ist außergewöhnlich. Und dieses Gebilde dort sei eine Megastruktur, die nicht mit Göbekli Tepe zu vergleichen ist. Denn Göbekli Tepe, das ist natürlich unvergleichbar, das ist einmalig. Aber diese Strukturen dort und diese Megastruktur ist bisher auch einmalig, solange Archäologen nicht irgendwo durch reinen Zufall auf so eine Struktur stoßen, auf so eine frühe Großstadt der Steinzeitmenschen in Jordanien oder anderswo im Nahen Osten. Unglaublich spannend, was wir noch alles im Erdreich so finden werden auf unserem Planeten. Wenn ihr das auch so findet, gebt mir gerne einen Daumen hoch und hinterlasst gerne auch ein Feedback in der Kommentarfunktion und ein Abo, falls ihr noch keins habt. Dann sage ich mal, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge auf den Spuren unglaublicher Funde der Vergangenheit oder der großen und kleinen Mysterien dieser Welt. Ciao, tschüss, euer Lars.